begrüßt, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, wieder zu einer weiteren Folge. Diesmal geht es um den Geschwindigkeitsring, den habe ich ja hier in der Grotte aus einer Truhe geholt. Und bevor ich den schmieden kann, muss ich erst einmal... Wieso ist denn hier Wasser? Achso, muss ich erstmal... Nee, nicht schwimmen gehen, sondern erstmal wieder mal zurück zur Varaninsel und zwar zu Hawk. Warum mache ich das? Ich muss nämlich gucken, ob ich Goldschmieden gelernt habe. Und der geübte Blick sagt, Goldschmieden habe ich noch nicht. Das ist der vorletzte Eintrag. Also, soweit ich informiert bin oder es noch im Hinterkopf habe, fechten wir mal ganz schnell zu Hawk hin, Halvar. Und du bist der Harald. Oh, hier muss noch ein bisschen eingerendert werden. Hawk, Gernot, jetzt laufe ich dir an diesem Hawk vorbei. Martin, Harald. Moment, Moment, Moment. Oh, hier war ich lange nicht mehr. Hawk. So, ich habe mal kontempliert. Also musste mal wieder mein Gehirnschmalz anstrengen und überlegen, wie ich denn bei Hawk zum Goldschmieden komme. Also, das, was man machen müsste, ist, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Wenn ich magisches Erz hätte, würde ich das vielleicht sogar tun. Na komm, ich gehöre zur Besatzung der Albatros und ich kann schmieden. Was denn noch? Kannst du mir mal verraten, wie du eine magische Erzwaffe ohne magisches Erz schmieden willst? Tja, dachte ich mir. Ich brauche mindestens 5 Brocken Erz, sonst kannst du es vergessen. Ja, und in der alten Version 2.5 hatte ich das ja schon auf der Albatros gelernt. Bring mir bei, wo bekomme ich magisches Erz her? Wo bekomme ich magisches Erz her? Tja, wenn ich das wüsste. Es gibt sicher was in der Minenkolonie auf Korinis. Aber vielleicht hast du Glück und es gibt noch woanders ein paar Brocken, die du zusammenkratzen kannst. Ja, und dann schmieden wir mal oder wollen wir mal erstmal beibringen. Ach mal, hier sind die Erzbrocken. Hier sind die 5 Erzbrocken. Ha, so? Na, die will ich sehen. Das gibt es doch nicht. Du hast ja tatsächlich welche dabei. 2 von den Erzbrocken kannst du behalten. Du wirst sie brauchen, wenn du dir deine eigene Waffe schmieden willst. Gut, die Konversation kennen wir ja noch aus der alten Version. Bring mir magische Erzwaffen. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Gut, du hast mir das Erz gebracht und ein ordentliches Schwert schmieden kannst du auch. Na, dann leg mal los. Also, das Wichtigste ist, es ist völlig egal, ob deine Waffe aus reinem Erz ist oder ob du eine einfache Stahlklinge mit einer Schicht aus Erz überziehst. Das kommt nur auf die Oberfläche an. Und weil das verdammte Zeug so teuer ist, nimmst du dir einen Stahlrohling und ein paar Brocken Erz. Das reicht natürlich nicht, einfach ein fertiges Schwert mit Erz zu überziehen. Du musst die Waffe schon selber schmieden. Alles Weitere hängt von der Waffe ab, die du herstellen willst. Yep, okay. Die Stufe haben wir auch schon mal. Ringe und Amulette kostet 3 Lernpunkte. Ich gucke nochmal... Ne, ich weiß, dass ich 22 Lernpunkte habe. Zeige mir, wie ich Ringe und Amulette herstellen kann. Bevor man Goldschmiedearbeiten an einer Werkbank durchführt, sollte man sich darüber im Klaren sein, was man schmieden will. Man benötigt für das jeweilige Schmuckstück, welches man erstellen will, entsprechende Zutaten. Man sollte daher genug Erz, Schwefel, Silber, Quarz, Bergkristall, Kronstöckel, Heidelwurzeln und Feuerwurzeln dabei haben, bevor man mit seiner Arbeit beginnt. Schmelze alle Materialien in einem Gefäß und forme die Materie, sobald sie etwas fester wird, zu einem Ring oder einem Amulett. Die Zutat entscheidet, welche Eigenschaft das Schmuckstück haben soll. Du bist nun in der Lage, einfache Ringe und Amulette herzustellen. Wenn du allerdings mächtigere Schmuckstücke herstellen willst, dann kann ich dir das ebenfalls beibringen. Das ist wichtig. Kannst du mir beim Erzwaffen schärfen? Kann Pfeile weiter. Ich suche ja Goldschmiedenstufe 1 über das Schmieden von magischen Erzwaffen. Wie sieht's mit dem Zubehör für Schmieden aus? Ich schätze mal, das steckt hier ich drin. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich habe meine Technik verbessert. Ich kann dir jetzt beibringen, wie du Bastardschwerter oder schwere Zweihänder mit Erz herstellst. Erzbastard? Aha, das gibt nur eine Waffenverbesserung. Wo ist denn die Goldschmiedestufe 1? Moment. Erzwaffen schärfen bei. Zeige mir, wie ich mächtige Ringe und Amulette herstellen kann. Da ist es. Zeige mir, wie ich mächtige Ringe und Amulette herstellen kann. Das ist überhaupt nicht schwer, nachdem du die Grundlagen gelernt hast.
Du benötigst für das jeweilige Schmuckstück, welches du erstellen willst, einfach nur mehr Zutaten. Wenn du genug Erz, Schwefel, Silber, Quarz, Bergkristall, Grundstöckel, Heilwurzeln oder Feuerwurzeln dabei hast, kannst du auch sehr mächtige Ringe und Amulette herstellen. Du bist nun in der Lage, mächtige Ringe und Amulette herzustellen. Jetzt könnte ich dir auch beibringen, wie du deine Roben und Rüstungen verbessern kannst. Wenn du allerdings einen Meister in Goldschmiedearbeiten werden und noch mächtigere Schmuckstücke herstellen willst, dann musst du noch viel mehr lernen. Ja, gut. Ich will ein Meister in Goldschmiedearbeiten werden. Das sind 10 Lernpunkte. Aber gucken wir doch zuerst mal im Charakterprofil nach, was über Goldschmieden steht. Stufe 2 sogar. Na, perfekt. Ich glaube, das reicht. Wir haben noch 14 Lernpunkte. Und jetzt gilt es natürlich, eine Werkbank zu finden. Ja, da muss ich mal überlegen. Aber vorher speichere ich mal ab. So, eine Werkbank gibt es doch bestimmt in der Hafenstadt. Ich werde mal eben hier kurz ein bisschen Abstand nehmen, damit mich keiner entdeckt, wenn ich mich umziehe. Und Svariko, wo sind die Klamotten? Bootsmann-Rüstung, leichte Orgsöldner-Rüstung, die ziehen wir mal an und dann geht's in die Hafenstadt. Sonst kriege ich nämlich hier von den Orks einen aufs Maul. Ja, jetzt müssen wir nur eine Werkbank finden, Leute. Aber ich werde noch mal einen Turm öffnen, den ich noch nicht geöffnet hatte. Zwar hier einer von den Dreien oder so. Oder von den beiden. Ha, 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 ha. Irgendwie war da was. Ich hab's so im Ei. Nee, hier ist die Tür nicht. Da war doch was. Hier komme ich nicht durch. So dünn bin ich nicht. Ach Mann, da war doch was. Da war doch was. Irgendwo war da so ein lustig Türmchen. Ja, genau. Da war ich nämlich noch gar nicht drin. Hier beim Kessel von der Edda. Genau, richtig. Aha, ein Knochenbogen. Supi. Und was haben wir noch? Oh, geschärfte Pfeilpakete. Sehr gut. Und wieder ein Waffenbündel. Ja, davon haben wir ja das schließlich alles. Wie soll ich sagen? Also, die haben wir ja, die Waffenpakete haben wir ja, abgegeben. Ja, jetzt müssen wir mal eine Werkbank finden. Ich speichere mal. So, nachdem ich überall rumgeguckt habe, ob es irgendwo eine Werkbank gibt auf ganz Korinis, muss ich mich an der Stelle bedanken, weil, und da muss ich erstmal meine Rune für anlegen, und zwar zum Großbauern. Und diesen Tipp habe ich aus dem Forum von Romanov bekommen. Aber bevor ich mich dahin beame, ist klar. Machen wir mal die Bootsmann-Rüstung an. Und dann gehen wir mal zum Großbauern. Ja, und ich habe natürlich auch hier geguckt. Natürlich in den Gebäuden, aber ich bin nie darauf gekommen, dass eine Werkbank bei der Schmiede ist. Bei den grasenden Schafen. Also hier. Hier ist sogar eine Holzfäller-Axt, meine Herren. Gucken, was gibt es hier noch. Dann gibt es hier sogar noch eine Säge und eine Werkbank. Speichern. Denn jetzt geht es darum, einen Ring der Geschwindigkeit zu schmieden. Gucken, was gibt, kann man noch machen. Salzbrocken zerkleinern geht ja auch. Na, aber es geht mir um den Ring der Geschwindigkeit. Gucken. So, Flammenring, Feuer, Holzhautstein, Eisenhaut, Geisteskraft, Verteidigung, Unbezwingbarkeit, Unbesiegbarkeit, Gewandtheit, Geschicklichkeit, Lebenskraft, Lebendigkeit, Kraft, Stärke, Magie, astrale Kraft. Wow. Erleuchtung, Macht, Geschwindigkeit. Mal gucken, ob ich das alles habe. Ich meine, ich hab's. Ich hab ihn hergestellt, liebe Leute. Dann will ich nur auch mal gleich anziehen und mal überlegen, welchen Ring ich dafür dann abnehme. Aber ich weiß schon, welcher das sein wird. Und zwar Ring der Machtstärke-Bonus, den nicht. Und zwar der Lebenskraft. Da gehen 20 drauf, das ist egal. Ich kann mir noch ein paar Stärketränke brauen. Jetzt gucken wir mal, wo ist der Ring der Geschwindigkeit? Gravierter Ring.
Ring der Macht, Magie, Feuer, Ring der Steinhaut, Unbezwingbarkeit, Geschwindigkeit, da ist er. Mit diesem Ring bist du richtig schnell. Und gleich wieder eine Questeintrag zum Ring der Geschwindigkeit. Falsche Taste, Entschuldigung. Ring der Geschwindigkeit war irgendwie hier unten, ne? Oder er ist jetzt erfüllt. Gucken wir mal. Da ist er, ziemlich weit unten. Ring der Geschwindigkeit. Ja, ich habe endlich den Ring der Geschwindigkeit. Dieser wird mir auf meinen Reisen sehr nützlich sein. Mal gucken, wie schnell ich denn damit bin. Jawohl, ich fetze ab. Hey, cool, ich fetze richtig los. Das ist ja schön. Gucken wir uns noch weiter mal im Logbuch um. Müssen wir hier ein bisschen weiter nach oben gehen. Orkwache, das Vertrauen der Söldner, das Orklager Donschak. Der fangende Paul, so Zugang zum Minental, das Fischerdorf. Ich denke, dass ich das mal in Angriff nehme, aber zuerst gehe ich nochmal zu Karsten, denn ich habe ja die Raspel gefunden und Karsten ist zum Glück noch hier. Hallo Karsten! Ich habe nämlich all dein Werkzeug. Karsten, Kelle, Raspel, Hobel, kann man nicht sagen, 50 Nägel geben? Muss ich die ihm auch geben? Verstehe ich jetzt nicht. Mal gucken. Erstmal nochmal ins Logbuch gucken. Und zwar bei Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Haben wir Karsten Grün, müssen Baustelle, Rathaus und entweder. Mal gucken, was braucht er denn? Was braucht er denn? Was braucht er denn? Jetzt mal gucken. Ich habe Baustelle und ein Werkzeug gefunden. So, da steht es. Braucht er wenigstens eine Kelle, eine Raspel und einen Hobel? Entweder hole ich das Werkzeug aus der Stadt oder. Also, eine Raspel, eine Kelle, einen Hobel. Das können wir ja machen. Sorry, da habe ich mich eben vertippt. Also eine Raspel, eine Kelle und einen Hobel. Dann wollen wir ihm mal das geben, was hier oben steht. Kelle, Raspel und Hobel geben. Ich wollte. Ja, du bringst mir doch jetzt nicht etwa das Werkzeug, oder? Wäre ich sonst hier? Hey, sehr gut. Ich danke dir. Ist es das Werkzeug, welches ich an der Baustelle am Rathaus zurückgelassen habe? Nein, zum Teil ja. Zum Teil ja, natürlich. Zum Teil ja, nämlich die Kelle und den Hobel, die Raspel nicht. Nicht schlimm. Hauptsache, du hast alles. Hier hast du deine Belohnung. Ja, mal gucken, ob noch was kommt. Genug gesucht, Quest beenden. Carsten, den Spaten geben, weil ich habe ja noch zwei Spaten gefunden. 50 Nägel, Brecheisen, Säge, Hammer, Spitzhacke, eine Hacke geben. Das ist interessant, wozu man das noch alles machen kann. Schwierig und Ende. Ja, gucken wir mal ins Logbuch, was da für ein Eintrag dann ist. So, ich habe Carsten eine Kelle, eine Raspel und einen Hobel gebracht und hierfür 300 Goldstücke bekommen. Jo, wenn das jetzt beendet ist. Ich lasse es aber noch offen, liebe Leute, und speichere mal. Und jetzt geht's zum Fischerdorf. Da beame ich mich mal eben schnell hin. Hier ist ja alles geklärt. Und dann werden wir mal ratzfatz wieder zurück zur Lavahöhle gehen. Ich habe ja euch gezeigt, dass da noch so eine Besonderheit ist. Und auch Taris fragt nochmal nach auf meinem Kanal, ob ich denn die besondere Belohnung gefunden habe. Nun weiß ich nicht, was er mit einer besonderen Belohnung meint. Moment mal, geht's hier zurück zur Lavahöhle? Ist irgendwie genau richtig. So, boah, ich bin richtig fix hier. Wow, so, hier muss es durchgehen, genau, richtig. Besondere Belohnung. Vielleicht sollte ich nochmal gucken, wo das sein könnte. Besondere Belohnung. Ich bin natürlich nicht rübergegangen zu den Skeletten, ist klar, weil konnte ich ja noch nicht, weil die Brücke ja noch nicht ausgefahren ist. Besondere Belohnung. Hier runter kann ich ja nicht fallen, da bin ich kaputt. Wow. Vielleicht habe ich ja noch was übersehen. Kann sein, ich weiß es nicht.
Irgendwie nach oben gucken? Nö, da ist nichts. Hier ist dieser komische Skelett-Heinz gewesen, der Skelettschütze. Und da habe ich, meine ich, alles durchsucht, beziehungsweise bin da rübergegangen. Und bin ja da hinten, da wo dieses Gebälk ist, da drüben, hier zwischen den beiden Säulen, bin ich ja nicht weitergekommen. Aber da oben ist noch irgendwie eine Brücke, oder? Bin ich da drüben gewesen? Das weiß ich nicht. Wie komme ich denn da hin? Große Frage, nächste Frage. Ja, das geht spiralförmig hoch. Aha. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Dann gucken wir uns das mal an. Uah. Da bin ich hier doch wieder falsch. Hier ist ein Pfeil. Ne, von hier aus bin ich gekommen, aus der Höhle hier. Okay, da bin ich ein bisschen zu weit gelatscht, sorry. Oh nee, ne? Wusch. Oh, ich verbrenne. Auch das kann passieren, dass ich mal irgendwie einen falschen Schritt mache und in die Lava falle. Aber es war schön heiß. Gut, also, dann gucken wir mal. Wir haben ja einen Trank des der Geschwindigkeit jetzt. Nicht Trank, den Ring. Und mal gucken, weil da ging es irgendwie doch so hoch. Das habe ich aber irgendwie nicht so gecheckt. Weil das ist ja ein Höhlenlabyrinth. So, vielleicht habe ich ja irgendwie hier einen Zugang vergessen. Nein. Hier ging es ja rein. So, dann gucken wir mal ganz genau hin, wo es noch weitergeht. Da irgendwie oben hoch. Dahin. Wo ist denn diese ulkige Holzbrücke? So, hier waren ja die... Zombies. Da brauche ich ein Werkzeug für. Ah, es ist so unübersichtlich. Wo muss ich denn hin? Erstmal eine andere Perspektive nehmen. Besondere Belohnung. Mhm. Ja, die habe ich euch eben gezeigt, indem ich in die Lava fiel. Das war ja keine Belohnung. Das war Roland im eigenen Saft gegrillt. Tja. Sehr komisch. Wie kommt man denn da hin? Also irgendwie sehe ich da nichts. Wo war nochmal die Holzbrücke? Von da aus sind wir gekommen. Und da geht's irgendwie hinten weiter. Ach, diese Geräusche machen mich richtig verrückt. Da oben ist ein Skelett. Die Holzbrücke. Ach so. Okay, das heißt also, das Ding... Die Holzbrücke ist hier an dieser Säule. So, geht's da irgendwie rum? Rein? Nein, geht es nicht. Also, gucken wir mal genau hin. Hm? Okay, nee, da komme ich irgendwie nicht weiter. Oder ich bin blind. Kann auch sein. Naja, komme ich immer nur hier hin. Aber es gab ja... Stopp, es gab doch hier so ein... Irgendwo, ja genau. Genau, vielleicht habe ich da irgendwie was verpasst. Indem ich nochmal hier hochklettere. Staxel, Staxel. Ich speichere mal kurz ab. Bevor ich wieder irgendwas mache. Oder abrutsche. Oder nicht hier weiterkomme. Dann komme ich irgendwie nicht weiter. Sehr komisch. Andere Position rangehen. Und jetzt müsste es klappen. Ja, wunderbar. Das kann nämlich sein, dass ich hier gar nicht weitergegangen bin. In den Folgen. Und nur mit diesen... Ah, Moment. Komme ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch.
Das sieht gut aus. Ich bin sehr nah unter der Decke. Okay, ich bin unter der Decke sozusagen, unter dieser Höhlendecke. Jetzt gucken wir mal weiter. Nein, schon wieder. Scheiß Ring der Geschwindigkeit. So, vielleicht sollte ich doch mal Shift gleichzeitig drücken. Jedenfalls habe ich das bei mir so belegt, damit ich nicht so ganz schnell laufe. Ups, ja, natürlich. Und ich kann das dahinter nicht entdecken. Da geht es hier oben noch weiter hoch. Nein, habe ich nichts gefunden. Ich gehe nochmal gucken. Die Textur ist ja reichlich verwirrend. Nee, hier geht es nicht hoch. So, jetzt mal ganz langsam. Nee, hier werde ich irgendwie abgeblockt. Gucken, vielleicht kann ich hier rüber. Ja, und mal ganz langsam wieder. Aha! Eine ganz gefährliche Stelle, liebe Leute. Oh, okay. Ja, und hier habe ich die Holzbrücke. So wie ich es wollte. Speichern. Ja. Gucken. Ganz langsam. Ist ja lustig. Wie so ein Tanz. Oh. Gucken. Erwarten mich hier irgendwelche Skelette? Ja. Ach, das hatte ich doch schon mal gehabt. Aber an einer anderen Stelle. Das weiß ich nicht. Das, Moment. Jetzt bin ich erst ein bisschen selber verwirrt. Oh Mann. Okay, also hier runtergehen auf jeden Fall. Dann mal speichern. Und eine bessere Rüstung anziehen, denn Vorsicht ist die Mutter in der Porzellankiste. So, dann haben wir erstmal schon mal unser... Mal gucken. Yep. Dann macht er nicht so komische Schrittchen. Oh, da ist auch noch ein Schütze. Oh, zweimal Säbel gezogen. Ja, okay. Oh, mal gucken hier. Einmal. Zweimal. Und das war schon. Okay, ich habe selber ein bisschen was einstecken müssen. Und ich sollte vielleicht mal, wo ich jetzt hier gerade sehe, gucken. Upsa. Was mein Knochenbogen eigentlich für Werte hat, den ich da in dem Turm gefunden habe. Ist der besser? Er ist besser. Ich brauche 120 Geschick. Ach nee, werde ich mal. Ach nee, 38 Geschicklichkeit. Okay. Ist klar, so viel Geschick habe ich nicht. Darf das ja nicht mit Stärke verwechseln. Gut. Auch der Alain Dufon hat mir geschrieben, ich sollte mal Suppen kochen. Ich habe zwar noch ein paar Suppen im Inventar, nur, wo sind sie denn? So, ja, dann brauche ich nämlich nicht dauernd die Tränke aufbrauchen. Was haben wir denn hier? Live-Bonus 40 und, oh, das ist natürlich eine Kochschinkensuppe. Eine kräftige und jetzt lassen wir es mal so. Jawohl, dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Okay, immer schön langsam, Roland, langsam. Aha, seht ihr, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte oder hier einen ganz langsamen Walk mache, dann springt der nicht automatisch runter, erst wenn ich sie loslasse. Also vorsichtiges Runterspringen. Habe ich so in der Form nie oft benutzt, aber nur mal der Info halber. So, Taris, ich glaube, du meinst diese besondere Belohnung, denn die Truhe sieht richtig besonders aus. Oh, weia, hoffentlich muss ich die nicht knacken. Dann gucken wir mal. Ich muss sie knacken. Ja, ich gebe es ja zu, ich habe vorher kurz mal ausprobiert, wie die Kombination ist. Ich will euch da nicht mit dem versuchen... Oh, jetzt habe ich irgendwas falsch... Hä? Moment. Nee, nee. Hab eine Kombination vergessen aufzuschreiben. Ja, okay. Ich hatte ein Liedlich abgebrochen gehabt, als ich im Offscreen war. So, was haben wir hier? Ornament, Lava-Höhle Korinis. Ornamentring für einen Schalter in der Lava-Höhle von Korinis. Yes, alles klar. Im Moment, habe ich das Ding überhaupt genommen? Vielleicht soll ich es mal auch nehmen. Ja, jetzt schließt sich der Kreis und die Truhe sowieso, denn ich muss da wieder hin. Zu dieser Brücke dort. Da wird wahrscheinlich der Ornament
Heinz da reinpassen. Und da werde ich mich mal eben drum kümmern, indem ich da mal rüberspringe. Ich würde jetzt nicht unbedingt den Rückweg zeigen, was es hier ist. Nicht zu plündern. Also nicht zu plündern. Also bis dann. Ha, da bin ich wieder. Super. Ja, wie ich rübergekommen bin, das habt ihr ja in einer der Folgen schon gesehen. Jetzt gehe ich hin und mach was. Okay. Was ist passiert? Irgendwo muss ich doch jetzt was getan haben. Diese Brücke sollte jetzt ausgefahren sein. Kann ich von hier aus nicht sehen? Doch, da hinten. Ist sie das? Ja, da hinten ist sie. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Soll ich das hier zeigen, wie ich das mache? Okay. Roland, jetzt bitte Akrobatik machen. Ui. Oh nein, nicht abrutschen. Bist du verrückt? Hammer! So, und irgendwo war ja hier diese... Wow. Diese Leiter, diese Strickleiter. Okay. Und die hat ja nicht weit nach unten gereicht. Die reicht nämlich exaktement, wie ich es vermutet habe. Bis zu dieser wirklich grob geschmürgelten Brücke. Oh weia. Oh weia, vielleicht sollte ich mal scouten. Ja, siehst du, ich wusste es doch. Shit. Ich hab dich abgespeichert, so ein Kack. Und da fall ich. Und da bin ich wieder an der Strickleiter. Hab ein bisschen was gefuttert und gehe jetzt mal wieder runter. Und werde noch nicht so weit nach vorne preschen. Weil da erwarten mich ja zwei von diesen Heinis da hinten. Und meine Strategie wird sein... Achso, Ring der Geschwindigkeit. Was ist denn jetzt los? Wieso klappt das nicht? So. So, einmal... Nee, kommt mal runter hier. Kommt ruhig runter. Jawohl. So, jetzt ist der weg. Aber ich glaube, da kann man nichts machen. Oh, da gibt es doch noch ein bisschen was. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Ah, da scheint wohl noch eine besondere Belohnung zu sein. Ach, deswegen auch dieses mystische Licht hier. Okay, dann speichere ich mal wieder. Nee, ich hole mir, glaube ich, erstmal meine Fackel wieder zurück. Nee, doch, die ist zu weit weg. Okay, ich knacke jetzt die Truhe mal live, also ohne, dass ich jetzt hier was aufschreibe. Okay. Dann hole ich mir einen Kuli, dann schreibe ich es trotzdem noch auf. Okay, also. Okay. Okay. Ja. Okidoki. Was ist denn hier los? Moment mal, Steintafel des Armbrustschützens, Römisch 3. Die Steintafel umgibt eine magische Aura. Was ist denn jetzt hier passiert? Das ist heute keine tolle Belohnung. Shit. Muss ich nochmal machen. So, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe, denn jetzt werde ich die Truhe wieder mal knacken. Ach. So, die mache ich dann sofort wieder zu. Hallo, ich will sie zumachen. Dann irgendwer steht doch hier. Da. Irgendein Skelettmagier. Na? Ja, ja, ja. Ja, geschafft. So. Nicht zu holen. Nicht zu plündern. Und jetzt kann ich mich endlich ruhig den Steintafeln widmen. Wo hier steht Steintafel des Zweihandkampfes 2. Die Steintafel umgibt eine magische Aura. Und Steintafel des Armbrustschützen, schwarze Perle und... Was ist denn das? Embata Firgasto. Embata Firgasto? Das ist ja interessant hier. Embata Firgasto. Habe ich das... Nee, ich habe irgendwie einen anderen Trank gehabt. Der klang auch so... Spanisch... Lateinisch... Wo ist denn hier? Was ist denn das? Wirkung unbekannt. Soll ich mal trinken? Aber erst speichern. Ja, Embata Firgasto.
Die wird jetzt mal getrunken. Mal gucken, was passiert. Stärke 15. Mit einem schönen Geräusch im Hintergrund. Das finde ich cool. An dieser Stelle, mit dem Blick auf dieses mystisch leuchtende Kristall, beende ich diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer David.